wohne ja in einem Haus, wo es mega viele Geckos an der Wand hat. Manchmal gehe ich jetzt oben runter. Gott sei Dank habe ich das vor dieser Sendung nicht gewusst. Heute gehen wir klettern. Ich habe eine Sendung zum Thema Mentaltraining gemacht. Ich steige dir gerade hinterher. Experiment. Mental klettern. Gut. Ja. Du steigst mir hinterher. Oh, ist noch ein Wortspiel zu Beginn. Entschuldigung. Nein, ich habe ein Experiment gemacht bei dieser Mentaltrainingssendung und es ist wirklich unglaublich, was dort rausgekommen ist. Was hast du für ein Experiment gemacht? Ich habe ja als Kind schon recht intensiv geklettert, aber ich bin nie höher als etwa 10 Meter. Mm. Weil sobald ich höher gegangen bin, habe ich so ein bisschen mit der Höhenangst, Schrägstrich Sturzangst zu tun bekommen, ah, wenn ich runterfalle und wenn es mir irgendwie an die Wand schlägt und wenn das Seil nicht hebt. Und jetzt habe ich gefunden, hey, für die Mentaltrainingssendung wäre es doch cool, wenn ich ein Experiment machen würde mit einem Mentaltrainer, um zu schauen, ob ich das wegkriege. Und? Die Idee war, 18 Meter hohe Wand, Schwierigkeitsgrad, der deutlich über dem liegt, wo ich eigentlich arbeite. Und dann klettere ich die Wand das erste Mal und schaue, wie weit ich komme. Auf jeden Fall habe ich dann angefangen zu klettern und es ist nicht lang gegangen, so bei 8 bis 10 Meter und dann halt auch die Arme tun einem dann zu, hast das Gefühl, du hast keine Kraft mehr. Und so Schweiss haben? Oder? Ja, genau. Oder angefangen zu schwitzen und einfach ungutes Gefühl. Und nachher aber hast du das, wenn du runterschaust? Weil ich habe auch Höhenangst und ich gehe manchmal, gut, ich war schon mega lange nicht mehr, gewesen, aber als ich das letzte Mal war, bin klettern, bin ich eigentlich recht hoch gekommen, weil ich nie runtergeschaut habe. Und dann bin ich zu überstoppt und einfach so die Augen zu und schnell wieder abseilen. So gehe ich klettern wie ein blindes Huhn. Genau. Das Problem ist eben, wenn die Wand so schwierig ist, dann musst du schauen, wo du hinkletterst. Auf jeden Fall habe ich dann beim ersten Mal, als ich das dort probiert habe, keine Chance. Okay. Ich bin nach irgendwie etwa 9 Metern oder so, hat es mir einfach total so, ich konnte mich nicht mehr heben. Und ich habe dann angefangen zu zittern und so. Und du warst gesichert und alles, aber du hast gesichert und alles, aber ich habe dann abgebrochen, weil ich dachte, nein, es geht nicht mehr weiter, fertig, ich will nicht weiter rauf. Und nachher ist der Mentaltrainer dazu gekommen, der Heinz Müller, der kümmert sich sonst um Spitzensportler und so. Und ist nicht verwandt mit dir? Ist nicht verwandt mit mir, nein, überhaupt nicht. Und er hat mir dann schon so ein bisschen zugeschaut und gesagt, ja, er hat ein paar Sachen gesehen. Oder er hat dann auch gemerkt, je höher ich oben bin, desto erfahriger sei ich geworden. Und er hat das Gefühl, ich hätte dann gar nicht mehr geschnauft und so. Was vielleicht gar nicht so verkehrt war. Und er hat mich dann auch so ein bisschen ausgefragt, ja, was denn so bei mir im Kopf vorgegangen ist. Und das ist dann wirklich, oder sobald ich eine gewisse Höhe habe, habe ich im Kopf nur noch, ui, ui, wenn ich mich jetzt hier nicht mehr richtig heben kann oder wenn ich hier abrutsche, dann gehe ich nachher ins Seil und dann schlägt es mich in die Wand rein. Dann kommen also die Horrorszenarien. Oder? Ja. Und dann hat er gesagt, komm, wir müssen jetzt eine Strategie erarbeiten, dass wir können schauen können, dass du quasi das Teufel auf der Schulter oder so die zweifelnde Stimme in dir, dass wir die ruhig stellen können und Power, Vertrauensstimme, hat er gesagt, dass wir die führen können. Okay. Wie holst du die führen? Autosuggestive Visualisierung. Oh. Ist das Rezept. Du siehst dich wie der Spider-Man. So. Das ist ein cooles Thema. Nicht der Spider-Man, aber auf das komme ich nachher noch zu sprechen. Wir haben eine Mentalstrategie erarbeitet und dort ist es eben darum gegangen, die Power-Vertrauensstimme führen zu holen. Mhm. Und für das musste ich Sätze aufschreiben, die mir helfen würden. Ja. Mehr Power! Logisch, mehr Power. Danke, Lisa. Und ich habe dann so Sachen aufgeschrieben wie: Ich habe genug Kraft, ich habe immer an 3 Punkten einen Halt mit Händen und einem Fuß. Oder dann, ich finde eine gute Position, um bei der nächsten Express, also das sind da die Zwischensicherungen, die du hast, einzuhängen und atme tief durch. Einfach so schnaufen. Also die Atmung ist wahrscheinlich auch ein Matschentscheid. Die Atmung ist etwas Zentrales und das ist ja tatsächlich ein Thema. Also gerade wenn es um Kraft geht, wenn du nachher natürlich so kurzatmig bist, dann hast du nicht mehr so viele rote Blutkörper. Und durch das werden dann natürlich auch die Muskeln schneller müde. Und darum hat er mir den Tipp gegeben, mach dir einfach im Kopf den Plan, dass jedes Mal, wenn du bei einem Express bist und ein Seil eingehängt hast, kurz tief durchschnaufen. Das habe ich nachher auch gemacht. Ich hatte das Gefühl, dass das geholfen hat, dass nachher einfach die Kraft länger da war. Also recht so, dass konkret. Ich mich, genau, recht konkret. Und jetzt kommt das mit dem Spider-Man. Ich habe auch noch geschrieben, ein Satz war, das hat er mir auch als Tipp gegeben, ich soll mir irgendein Tier oder etwas vorstellen, das extrem gut klettern kann. Und mir dann vorstellen, dass ich klettern kann wie das Tier. Ich habe gesagt, ja, das ist natürlich der Gecko, oder? Der kommt ja easy die Wand rauf. Und dann habe ich aufgeschrieben, ich klettere wie ein Gecko, Gecko Power. Ich wohne ja in einem Haus, wo es mega viele Geckos an der Wand hat. Manchmal gehe ich jetzt oben runter. Das stimmt, ich habe
Pizza am Morgentisch. Boom! Gecko! Gott sei Dank habe ich das vor dieser Sendung nicht gewusst. Genau. Ich bin die Anti-Mental-Trainerin. Entschuldigung. Ja, das hat es gerade geholfen. Bis jetzt konnte ich das immer brauchen, jetzt wahrscheinlich nicht mehr. Jetzt sehe ich nur noch Geckos oben runterfliegen. Nein, oder ich hatte dann immer die Sätze und immer am Schluss von diesen Sätzen so ein Schlagwort. Griffkraft, Atmen, Gecko-Power. Und das Ziel war dann, dass ich die Wörter nachher beim Klettern mir immer durch den Kopf gehen lassen kann und dann quasi dort die Motivation rausziehen. Ja. Und er hat mir dann aus diesen Sätzen hat er mir ein Audio-File gemacht, wo er diese Sätze ganz langsam einer nach dem anderen abgelesen hat. Ach, krass. Und gleichzeitig aber auch noch so wie eine Geschichte erzählt hat. Du kommst jetzt in die Kletterhalle rein, du wärmst dich langsam auf, dann gehst du in die Wand, fährst an klettern und dann sind die Sätze gekommen. Und wann hast du das gehört, in der Nacht? Nein, ich habe das nachher so etwa 3-4 Mal pro Woche habe ich das gemacht. Ich bin einfach angesessen, irgendwo an einem gemütlichen Ort, Stöpsel, habe das gehört und habe mir wirklich vorgestellt, wenn ich in die Halle reinkomme, wenn ich mich aufwärme, wenn ich nachher vor dieser Wand stehe. Und das Krasse war dort, ich habe am Anfang wirklich, wenn ich in dieser Halle rein war, bin ich wieder in den Stress vom Klettern reingekommen. Ja. Ich habe schwitzige Hände bekommen. Also wirklich, wie wenn ich in dieser Halle rein bin. Total spannend. Und ich habe dann noch ein bisschen im Zusammenhang mit der Sendung, die wir gemacht haben, zu dem Thema recherchiert. Und spannend ist, da gibt es eine Haufe Forschung dazu. Unter anderem auch ein französischer Forscher hat das ein bisschen genauer untersucht. Und der hat dann gemerkt, dass die Vorstellung und die Realdurchführung von etwas im Gehirn eigentlich ziemlich ähnliche Prozesse auslöst. Also das Gehirn gar nicht so hundertprozentig realisiert, machst jetzt du das wirklich oder stellst du das einfach im Kopf vor? Und das war noch ein spannender Aspekt, eben auch für das Experiment nachher, weil ich habe mich dann auch gefragt, ja, hey, jetzt mache ich 3 Wochen lang das Zeug im Kopf durch und wieso soll ich nachher mehr Kraft haben? Ich bin nicht einmal dann zusätzlich klettern oder so. Mhm. Und das hat viel mit dem zu tun. Also, dass unsere Vorstellung im Kopf schon so etwas bewirken kann, wo dann letztlich sogar dazu führen kann, dass ich dann auch mehr Kraft habe. Krass, das heisst, dein Hirn trainiert eigentlich deinen Muskel? Genau, mein Hirn trainiert meinen Muskel. Und da gibt es auch verschiedene Forschungen dazu. Zum Beispiel gibt es eine Studie, ist schon ältere, aus den USA, die aber immer wieder zitiert wird, wo man ein Experiment gemacht hat mit Leuten. Und die einen mussten mental den kleinen Finger abspreizen und oder mental den Ellbogen beugen. Mhm. Nur mental. Mhm. Und die anderen haben nichts gemacht. Mhm. Und es hat sich bei dem Experiment dann tatsächlich gezeigt, schon nach 12 Wochen, dass die, wo das im Kopf durchgemacht haben, mit dem Finger abspreizen und mit dem Ellbogen, im Vergleich zu denen, die gar nichts gemacht haben, weder mental noch real, dass die tatsächlich einen Kraftzuwachs hatten. Und das hat auch verschiedene andere Studien gegeben, die das nachher replizieren haben können und die das wieder so herausgefunden haben. Und die Vermutung von vielen Forschenden ist, dass es damit zu tun hat, dass in unserem Cortex die Muskelbewegung eben auch beim im Kopf durchmachen, dass die durchgespielt wird und so Befehle vom Cortex, die für Muskelansteuerung zuständig sind, optimiert werden und so dann eben der Kraftzuwachs entsteht, weil es dort einfach eine Optimierung gibt. Das ist, warte mal schnell, mein Hirn explodiert fast. Das ist ja wahnsinnig, was du alles rausholen könntest oder was für Kräfte du könntest freisetzen, wenn das funktioniert. Wenn das funktioniert. Ich habe noch nie ein Mentaltraining gemacht, aber in dem Fall. Wie ist es bei dir nachher gelaufen? Dann bin ich nachher wieder in die Kletterhalle nach 3 Wochen. Eben, notabene, ich habe nur mental trainiert. Und ich habe dann, so etwa nach 10 Metern, kurz vor dem Ort, wo ich letztes Mal ausgestiegen bin, habe ich einen kurzen Halt gemacht und bin ins Seil gegangen, um Pause zu machen. Und bin nachher unter einmal bis rauf durchgestiegen. Ich hatte keine Sekunde Schiss gehabt. Ich war so fokussiert gewesen. Ich habe auch mit den Händen, ich habe natürlich gemerkt, dass es weh tut. Aber ich wusste, hey, ich kann mich heben und das geht schon noch. Und ich bin rauf und ich habe die Wand geschafft. Und ich habe das wirklich, ich hätte das nie gedacht. Weil ich bin beim ersten Mal in dieser Wand hineingegangen und habe gedacht, hey, unmöglich. Das kann nicht funktionieren. Also weißt du, wenn ich es noch so hätte wollen, ich werde nie auf die Wand. Wie nachhaltig ist das? Also ich meine, ich kenne dich eh nicht so als mega ängstlicher Typ. Und die Höhenangst, also weißt du, hast du die jetzt komplett ausgeschaltet oder ist das einfach für ein Zeitchen, oder? Spannend ist noch, ich bin nach ein paar Wochen später in Alpstein klettern. Ja, da habe ich Fotos gesehen auf deinem Instagram. Ganz genau. Das ist für aussen. Richtig, das ist für aussen.
gesichert, ist höher als 20 Meter gewesen. Und zum Teil mit Hockenabständen so von 4 bis 5 Metern. Mhm. Und das war für mich früher so ein absolutes No-Go. Ich bin auch häufig in Kletterhallen, weil dort die Höcke irgendwie so einen Meter, anderthalb auseinander sind. Also kannst du nicht, weiss nicht, wie weit runterfallen. Mhm. Und hast ein kalkulierbares Risiko. Ich war dort in der Wand hinein. Und es waren zum Teil nicht einfache Passagen, die du dann machen musst. Aber ich hatte so eine Sicherheit und ich war so fokussiert. Ich hatte kein Problem mit der Höhe. Und vielleicht habt ja auch ihr das. Vielleicht probiert ihr da und dort manchmal mentales Training aus. Was macht ihr, wie macht ihr und was macht das mit euch? Schreibt es uns doch in die Kommentare. Ich bemerke auch jetzt, wenn ich klettern gehe, ich brauche es sehr bewusst. Und einfach so den Fokus im Kopf anders zu setzen, cool. Das ist also wirklich die, ich habe immer gesagt, die Macht oder die Power der Gedanken. Ja. Das ist extrem erstaunlich gewesen. Der Tobi Gekko Müller. Hey, mir eröffnet es gerade mega viel Welt, wenn ich das Gefühl habe, da müsste ich das ausprobieren. Dann schaffe ich das vielleicht viel einfacher als das musst du wirklich ausprobieren. Und falls ihr jetzt noch mehr möchtet zum Thema Leistung im Sport, wir haben hier eine spannende Folge Einstein hoch 2 dazu, wo es um das, ich sage mal, beste legale Doping überhaupt geht. Ganz ein simpler Trick, den man anwenden kann. Aber dann doch noch einen zusätzlichen Powerkick überkommt. Wenn ihr wissen wollt, wie es funktioniert, einfach hier klicken. Und wenn ihr mögt, was wir machen, lasst uns doch ein Like da und abonniert unseren Kanal. Bis dann!